So, Rekrut, wie lautet dein Name? Pete. Peterson, Sir. Okay, Pete Peterson. Als Feuerwehrmänner sind wir Teamspieler. Teamspieler! Hab ich recht, McGurkey? Was? Du hilfst ihm nicht. Es bedeutet, zu wissen, was die anderen Kollegen denken. Welchen Kuchen mag ich am liebsten, Pete Peterson? Schoko? Sogar der Frischling weiß das! Nun, Pete Peterson, dann wollen wir mal mit deinem Training beginnen. Was soll das denn? Ich hab dir noch nicht mal Anweisungen gegeben. Entschuldigung, ich war etwas aufgeregt. Feuerlöscher sind keine Spielzeuge. Mit denen spielt man nicht rum. Folge mir hier rüber. Ja, genau. Das ist Officer Lopez Delgado. Hola. Er wird deine Grundausbildung übernehmen. Ich muss einen Vortrag über die Wichtigkeit der richtigen Sorte Geburtstagskuchen vorbereiten. Du bist Pete, richtig? Das ist wunderbar. Erstmal müssen wir dich aber in einen richtigen Feuerwehrmann verwandeln. Stimmt's? In der mittleren Garage ist eine nagelneue Uniform. Falls du die Tür irgendwie aufkriegst. Und damit ein herzliches Willkommen zum 20. Part von Let's Play Lego City Undercover. Vielleicht mit diesem Hebel hier? Was? Hat wohl jemand vergessen, das Garagentor fährt? Das Garagentor könnte wirklich einen Klecks Farbe vertragen. Nach mir, ne? Na. Bams. Weiß, oh, vibriert mein Handy schon wieder, Alter, ey. Kann man nicht mal in Ruhe aufnehmen? Ohne irgendwie gestört zu werden. Das ist ja ein Hohn. Sie machen hier alles kaputt. Sollte mal jemand fertig streichen. Ja, ist doch gut. Kann man hier nicht alles mal. Kann man hier nicht mal alles verklappen? Ah! Da will man mal seinen wutenfreien Lauf lassen, weißt du? Weil man sich so schon aufregt, dass sie den ganzen Tag hier Lärm gemacht haben. Nein! Du musst Farbe suchen! Alter! Dann geh zum Baumarkt, wenn du Farbe brauchst, Junge! Boah! Oder geh ins Sonnenstudio, da kriegst du auch Farbe im Gesicht. Mann! Wieso willst du glauben, sowas? Just Maul, Mann! Bam! Ich brauche Farbe. Welche Farbe sind? Habe ich nicht schon rote Farbe eigentlich? Muss ich von der Mission doch eigentlich noch haben, ne? Nein, das ist lila. Ist hier hinten nicht mal irgendwie. Wo kriege ich die rote Farbe her? Wo kriege ich die rote Farbe her? Dort ist mir ein Rätsel. Ich habe den lila gefärbt. Alter, wie ekelhaft. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ach so. Ja, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Der zweiten Hebel. Ich verstehe. Nein, nicht schon wieder die Dinger. Oh. Da fail ich doch immer. Alter, wie ist das hier rausgebombt werden einfach nur.
Hui. So. Mana. Ja, was? Mal aufpassen. Da, da. Da, da. Was? Ich habe das mit einmal geschafft. Krasser Scheiß. Das ist doch 100 Pro ein Farbwechsler. 100 Pro. Warm. Ja, sag ich doch. Das sei doch so. Dann rennen wir mal hin, ja. Dezent die Türen beballern einfach. Hui. Hui. Und jetzt? Hä, das war doch schon rot. Hä, war das ein Bug? Ach, nur wenn da Farbe dran ist, geht die Tür auf. Natürlich! Wie logisch! Logischste ever! Les. Freigeschaltet! Chase McKinnon, Feuerwehr! Feuerwehr, Feuerwehr! Du bist wohl ein echter Schnelldenker, hä? Eh? Okay, lassen wir es langsam und behutsam angehen. Oh nein, sieh nur, eine wahre Feuersbrunst. Wenn nur irgendjemand das Feuer mit einem Feuerlöscher eindämmen könnte. Eieieiei, kann ich den hier ins Gesicht, Junge? Hier kriegst ins Gesicht, Alter. Ins Gesicht kriegst mal eine Dusche, Alter. Prima, gut gemacht. Du gute Arbeit. So. Warte kurz, die Tür ist verschlossen. Und das sag ich unverdrossen. Ventilrad steckt dahinter fest. Und hier schau, eine Feuerwehraxt. Ob du mit dieser Axt freigeschaltet Axt die Tür klein kriegst? Keine Sorge, das gibt doch keinen Ärger. Kann ich auch damit Lurche schlagen und mir die Lurchhaut anziehen, wie bei Forest? Genau, eine Axt habe ich ja. Einfach die Tür ein. Du schaffst das schon. Bitte. Bam! Hey, du bist doch groß und stark, oder? Schnapp dir das Ventil! Gut! Oh je! Sieh dir das nur an! Einer ja, das muss Spaß machen! Kameraden hat den Schlauchdruck zu sehr erhöht! Wer ihm da wohl helfen könnte? Vielleicht jemand mit einem Ventil? Ja. Alter, als wenn ich so bescheuert wäre und dass ich kapieren würde, dass ich am Ventil drehen muss, ne? Um den Druck zu senken. Wie bescheuert hält er mich? Alter, wie viel ist das? Bueno! Das hast du ja schnell erledigt. Ich bin beeindruckt. Bereit für den nächsten Abschnitt? Ich schneid dir gleich was ab, Junge. Was sehr Wichtiges. Hier ist noch Stats. Hui, da oben ist auch noch Stats. Ich weiß nur nicht, wie man da hochkommen soll. Bam. La 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 la. Warte mal. Wie kriegt man noch Stats, wenn man das Feuer löscht? Was? Das ist ja nice. Ich meine, nicht, dass ich es brauchen würde, aber hier war da auch noch irgendwo was, ne? Genau. Ich werde mal die Leute ärgern, ne? Ja, was? Ach, das musste ich machen! Ach, hier wird man belohnt, wenn man den Leuten den Spaß am Feuer verdirbt. Ja. Natürlich. Warum auch nicht?
Ah! Zerstörung. So. Ich will eine Katze. Warum? Krieg ich jetzt die Fähigkeit mit den Katzen oder was? Irgendwie. Mutiere ich jetzt zu einer Katzenmutti oder was? Wes? Oh nein! Schau! Ein paar deiner Arbeitskollegen sitzen auf dem Gebäude fest! Oh, warum denn auch? Hä? Nein, bist du nicht. Bitte, wohin sie das Trampolin tragen sollen, damit du deine Kollegen retten kannst. Spritzt er am Feuerwehr rum? Weiter nach links. Ein bisschen weiter links. Na? Weiter, stopp! Was eiert denn da rum da oben? Muss er aufs Klo oder was? Ein Stück nach rechts. Wieder nach rechts. Weiter nach rechts. Wieder nach rechts. Weiter nach rechts. Gut gemacht. Hui! Erwischt. Links. Das ist total altmodisch eigentlich. Die machen das doch mit. Weiter nach links. Die machen das doch mit aufblasbaren Polstern jetzt. Das ist total altmodisch einfach nur. Gut gemacht. Was passiert eigentlich, wenn er auf die Stange springt? Das muss auch extrem wehtun einfach nur. Fertig machen! Nein! Knapp! Ein Stück nach links! Ja, ist doch gut. Fertig machen! Spring du aus! Yay! So. Das waren alle! Gute Arbeit! Jetzt, wo sie sicher unten sind, können wir das Feuer oben löschen. Aber dein eigener Feuerlöscher reicht für diese Art Flamme nicht aus. Dann nehme ich doch meinen Penis. Was? Ja. Was? Das habe ich eben nicht gesagt. Ist beeindruckend, was? Sag Hallo zu meinen großen Freunden hier. Schnapp dir eine Bombe. That's what she said. was? Nur nicht hervorragend. Die Wasserkanone hat viel mehr Reichweite als dein Feuerlöscher. Mein Penis hat auch mehr Reichweite als mein Feuerlöscher. Als mein Feuerlöscher. Die Hälfte. Du bist ein echtes Naturtalent. Deine Mutter macht so gute Mutter. Hui. 7, 8, 9. Und fertig. Das war. Oh, das ist so gemein. Das sind Stats oben und ich krieg die gar nicht. Das ist so blöd. Das ist so ein Mobbing einfach nur. Es gibt eine echte Notsituation. Was ist denn los? Oh, du schauspielerst doch wieder, oder? Ja. Unser Stationsmaskottchen Admiral Pompon Moggins der Dritte sitzt fest auf dem Dach. Ich soll eine Katze retten? Oh ja. Jetzt wirst du den Arbeitsalltag eines Feuerwehrmanns in Lego. Was ist denn das für ein Klischee, bitte? Katzen zu retten ist ein Hochgenuss. Was ist das für ein Klischee, bitte? Recht weit oben sitzen. Du musst aber erstmal irgendwie an ihn rankommen. Hm. Alter, was für ein Klischee ist das denn, bitte? Katzen retten. Nur zu! Alter, ey, Klischee, auf da geht's ja wohl gar nicht mehr, oder? Bau dir eine Leiter! Ja, so gut. Hoffentlich ist mein Training bald zu Ende. Ich muss noch an das Löschboot kommen. Hat Winnie erstmal das Boot, verfolge ich ihn bis zu Rex. Was? Miau! Ach, das sind Ach, hier. Ach, mit dem Feuerwehrmann kann man die Katzen retten, oder was? Wenn wir das kaputt machen, einfach. Die Rosetti hält Kriopa wieder. Bam! Bams! Ah! Survival! So. Los! Beeilung! Ha. Es ist bald Zeit für Admiral Pompons Sneakerchen! Waren deshalb diese stinkenden Fischstückchen in der Tasche meiner Uniform? Aber auch Boah, ist das ekelhaft.
Stinkende Fischstückchen. Alter. Wie kommt denn das Würstchen gleich wieder hoch, was ich vorhin gegessen habe? Das ist ja ekelhaft. Boah. Stinkende Fischstückchen einfach nur. Ach, so komme ich hier hoch. Ah. Ja, ja, ja. Oh, Alter, das Vieh, ne? Das geht mir jetzt, das geht mir jetzt schon auf den Brenner. Wow. Nein! Geh hoch! Na komm schon, rein da. Ja! Ah! Scheiß Tür! So. Ja, nein, nein, nein! Die scheiß Stats, die fliegen hier ins. Die werden hier ins Nirvana gebombt einfach nur. So. So, dann machen wir das mal kaputt hier. Was? War doch weit genug weg? Was wollt ihr denn? Admiral Pompon hat unser vorheriges Maskottchen, Kommandant Kralle, gelöst. Und glaub mir, Alter, habt ihr es gesehen? Ich bin. Wie ich da drauf gelandet bin, einfach nur. Wie krass war das denn bitte? Man sollte nicht den B-Knopf loslassen, das wäre nicht so gesund. Ah! Ja! Verarschen können wir alleine. Jetzt mal alles im Arsch machen, ne? Was haben wir denn hier noch? Ja, fall doch mal alle runter, natürlich. Na gut, ich habe nur 2 Millionen Stats. Das ist ja easy going eigentlich. Lego City jetzt haben wir ja auch schon, von daher. Wird das ja nie so schlimm, Leute. Ne? Was ist das denn hier? Was? Ja, zieh dir mal Dings wieder aus dem Arsch, natürlich. Wow! Bam, Alter. Na, ah, die Mieze, die ist ja süß. Die ist ja süß. Ah, du hast keinen Fisch, Alter. Guck in deinem Schritt, Alter, da stinkt's nach Fisch. Gib mir doch mal deinen Penis, der stinkt doch nach Fisch. Meine Fresse. Kann nicht wahr sein. Genau, steck sie in den Helm, natürlich. Die kriegt auch keine. Die kriegt ja auch so gut Luft darunter, natürlich. Okay. Wo ist die Peter? Fertig. Bis gleich drin bei der Geburtstagsfeier vom Brandmeister. Da gibt es eine Menge zu essen. Boah. Kannst gleich die Katze essen, die ich im Helm habe. Die ist nämlich erstickt. Was machen die denn da? Wow, was? Das haben sie aber schön hergerichtet hier. Ah, das könnten wir mal für Chief Dumby machen. Dann wäre er vielleicht auch nicht so mürrisch. Ist das nicht der gleiche... Ist das nicht der gleiche Schnitt wie bei dem anderen? Wie, die Polizeistation gemacht ist? Hey, Chasey, wie läuft's bei deinem neuen Job? Gut, aber ich muss den Brandmeister aus seinem Büro locken, damit ich die Tür zum Bootshaus aufbekomme. Ah, wirst mich schon nicht enttäuschen, Kleiner. Die letzte Person, die mich enttäuscht hat, hat die Farm gekauft, weißt du? Du meinst... Genau, selbst nach meiner Warnung vor dieser Fehlinvestition. Aber lass dich nicht unter Druck setzen. Du kriegst das schon hin, Kleiner. Jeder hat irgendeine Schwäche. 2 von 5. Bam. Alter, ey. Krasser Scheiß.
Greifen. Bams. Bams. Kann man die Glocken auch kaputt machen? Kann man auch. Bringt nun nichts. Was? Da liegen Ballons rum. Da kann man auch noch was kaputt machen. Ich muss ihm alles kaputt machen, das tut mir leid. Könnte ja eine Aufgabe sein. Dass man was Bestimmtes kaputt machen soll. Dahinter ist jetzt auch nichts, oder? Nee. Da ist noch ein Stuhl. Da hat einer hingestuhlt. Was? Ah, komm schon. Bin gut in A-Spammen bin ich gut, eigentlich. Hier gibt es dann auch noch. Na komm schon! Ja. So! Bess? Ja, ist doch gut. Ich hab's doch gesehen. Was soll ich da jetzt? Nur drauf zeigen ist totaler Blödsinn. Dann sehe ich ja nichts. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Gar nicht gut. Das kriege ich nicht hin. Die Köpfe drehen sich und ich kann meinen Feuerlöscher nicht gerade halten. Genau das Problem hatte ich auch. That's what she said. Ist schon besorgniserregend. Was? Immerhin sind wir ja Feuerwehrmänner. So. Ah! So. Und nochmal. Ah! Das war nur für Stats, aber naja, gut. Kann man die Ballons nicht kaputt machen? Nö, aber umherschieben. Bin voll der Ballonschieber, weißt du, voll illegal. Muss ich da rein? Ich will das erstmal gucken, was das hier ist. Brandmeister Burns ist ja so ein Spielverderber. Ja, nur weil wir ihm den falschen Kuchen besorgt haben. Und die Kerze für ihn ausgepustet haben. Und einige seiner Geschenke geöffnet haben. Und ihm zum 50. gratuliert haben, obwohl er erst 40 geworden ist. Und ihm eine Muttertags statt einer Geburtstagskarte gegeben haben. Und seinen Namen falsch geschrieben haben. Na und? Er ist ja so empfindlich. Hey. Du musst auf ihre Münder zielen. Aber ja, ist doch gut. Ich hab's ja kapiert. Hey, du hast jetzt es geschafft. Ja, gut gemacht, Mann. Absolute Weltklasse. Was ist denn da draußen los? Ich verbiete mir, dass ihr an meinem Geburtstag Spaß habt. Wehe, ich sehe da unten jemand lächeln. Bitte lächeln. Wow. Wie viele Stats kriege ich denn hier? Vor allem so viele goldene einfach nur. Alter. Kann man hier rein noch? Ach, hier ist ein roter Stein! Na, Hammer! Ich dachte, da kommt man irgendwo hin. Ich hab gedacht, da kommt man irgendwo hin. Aber dass da ein roter Stein ist, man. Warum nicht? Bam! Bam! Achso. Ich mach den Schreibtisch kaputt. Gut, ich bin wohl mit der Arbeit für heute fertig. Jupp. Ich hätte ein Buch einpacken sollen. Sowas gibt's noch? Bücher? Wer liest denn heute noch Bücher, Junge? La la la. Entschuldigung. Wer hätte gedacht, dass man als Feuerwehrmann so viel Papierkram am Hals hat? Ja, echt unglaublich. Es gibt hunderte Formulare nur für das Retten von Katzen. Weiß ich.
wo wir schon dabei sind. Hast du einen 37B? Zack. So eins für kurzhaarige, gefleckte Katzen auf Eichen. Nee, leider keins mehr da. Ich habe eins für langhaarige, schlecht gelaunte Perserkatzen mit grünen Augen auf einem Straßenschild. Interesse? Nee. Mach ich mal alle arbeitslos hier. So. Hast du dich schon mal in Burns Büro geschlichen? Was? Bin oben auf die Lampe davor geklettert. Aber von da war es für einen Sprung zu weit. Hm. Würde es mit einem Gleitschirm klappen? Da hätte ich total Lust drauf. Ach, da sind die letzten Geschenke. Ach so. Eigentlich voll. Eigentlich ist das total mies. Eigentlich ist das voll mies. Eigentlich ist das voll mies. Ich mach denen die Weihnachtsgeschenke, die Geburtstagsgeschenke kaputt. Alter, kannst du mal springen, wenn du sollst! Du Vollidiot! Ah! Alter, ich dreh gleich durch hier. Spring nur noch hoch, Mann. Dreckiger. Du Vollidiot, kannst aber springen, Mann! Ah! Spring nach oben! Mann, ich hau dir einen in die Schnauze, das kann doch nicht wahr sein! Zu dumm und hoch zu springen! Ich hasse sowas! Die bekloppten Scheißeinlagen hier. Alter, ich mach das gleich offscreen, Mann. Dieser Scheiß. Reg doch nur auf. Ja, roll doch mal nach vorne, du Vollidiot. Ah! Meine Fresse. Alter, du kriegst... Gott! Alter, ich bin kurz davor, das Gamepad in die Ecke zu schmeißen, einfach nur. Boah! Das ist so eine beschissene Kacke hier. Wer hat sich diese Scheiße überhaupt einfallen lassen? Nein! Hä, wie soll ich denn... Ach so! Oh, Mann, ey. Ich Vollidiot. Ja, so geht das nicht. Ja. Ich soll doch noch rübergleiten. Rutsch da noch nicht mal runter! Und mach doch nicht so eine Scheiße, Mann! Du sollst doch nicht runterrutschen, Mann! Mann, du sollst doch nicht... Wie bescheuert kann man sich denn bitte schön anstellen? Boah! Rutsch doch nicht immer runter! Leck mich doch am Arsch, Mann! Alter, ey, das kann doch nicht wahr sein! Gottes Willen hier! Blöder Vollidiot! Oh na, endlich! Alter! Ist eine Zangengeburt! Hey, wie soll ich denn da hochkommen? Was? Wie soll ich da denn hochkommen? Wie soll das denn gehen? Oh, keine Ahnung. Oh, Alter, wie ich da rumgeraged habe. Das tut mir voll leid, aber Alter. Meine armen Nachbarn einfach nur. Ja, fahr doch mal runter. Völlig legitim alles. Sag mal, Wachmeister, was ist denn mit deinem Büro los hier, hä? Kannst du dir keine Möbel leisten? Vor allem, warum, die sind nicht alle kaputt? So. Hm.
Woher weiß der die Codes immer? Kann mir das mal einer erklären? Woher weiß der das immer? Das ist voll unlogisch, sowas. Außerdem muss ich gleich wieder schnibbeln. Was ist ein Baustart? Baustart. Hui. Was? Oh. Ach, such dir... Ach, soll mir Weg suchen zum Löschboot. Was? Was? Mann, ich habe nur 3 Parts aufgenommen. Ich muss mehr machen eigentlich. Weil wenn man nur eine halbe Stunde, Parts macht, dann... Zeit, um das Boot zu finden und dann das Weite zu suchen. Dann vergeht die Zeit einfach. Eins von 3. Was? La 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 la. Alter, wie viel ist das? Ein Ventilrad. Gutes Ventilrad ist teuer. Gott. Hui. Das sollte mal geölt werden. Es quietscht. Und ich meine nicht im Schritt. So. Das muss ich irgendwie runterlassen, habe ich das Gefühl, ne? Ja, muss ich. Das wird hundertprozentig nicht klappen. Nein. Ach nee, nicht diese Teile schon wieder. Alter, nee. Krieg ja das gerieben hier. Ja, den Part mache ich noch zu Ende und dann muss ich auch mal wieder ein bisschen was essen zum Abendbrot und so. Den ersten Part muss ich auch wieder rennen dann und naja. Zumindest den 18. Part. Warte mal. 2 von 3. Muss ich hier mal... Nein! Oh! Ach so. Ach so. Ach, das kann man nicht aufbrechen. Das kann man kaputt schlagen, natürlich. Völlig legitim. Was haben wir denn da jetzt? Oh, das ist ja easy. Schon wieder ein First Try, Mann. Aber das war easy. Das hätte selbst ein Kind lösen können. Ein Baby einfach. So. Was haben wir denn da? Gib mir mal Dynamit, Junge. Genau. Dann kann ich da nämlich weggehen und dann... BAM! Kann ich hier mal... Ah, du sollst das auch nicht. Das soll er machen. So. So. Kopf juckt. Kann ich da nämlich hier. Hui. Ach, mit dem Huhn soll ich darüber. Ich dachte, das wird runtergeklappt oder so. Wie Bornsteine, weißt du? Die werden ja auch immer hochgeklappt, wenn es Abend wird. Ha. Das war knapp. Wow! Was?
Ach nee. Hab ich vergessen, verdammt. Ich bin noch dämlich. Ha. Ja. Hey, so. Chase, hier drüben. Ah. Wie seid ihr hier reingekommen? Wow. Erst geschwommen. Der Part ist hier so lang. Genommen, weil ich nicht doof bin. Oh Mann, ich musste die ganze Grundausbildung ertragen, um hier reinzukommen. Na gut, ein paar machen. Das ist auch gut so. Wir sitzen nämlich auf dieser Seite des Zauns fest. Jupp. Und die große Tür kriegen wir auch nicht auf, um das Boot rauszuschaffen. Überlass das mir. Ja. Als ob wir eine Wahl hätten. Boah, ich mag ihn. Ihn? War noch schwul. Was? Nee. Ja, hier will ich mal eine Pause machen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren. Und sonst will ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.